Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Ja, wie unschwer zu erkennen, haben wir mittlerweile Winter. Also habe auch, glaube ich, erst in der letzten Folge, beziehungsweise es war kurz darauf, wo ich dann halt Jahreszeit gewechselt habe. Ja, Stand der Dinge ist, ich bin wieder mal auf dem Weg zu dem anderen Dorf, habe ein paar Weidenkörbe dabei. Ich weiß gar nicht, wie viele hatte ich jetzt hergestellt. 30 Stück. Das ist schon gut. Na, das ist schon richtig gut. Das ist das, was ich zumindest momentan tragen kann. Ich hatte mich gerade noch ein bisschen ausgemüllt. Ich habe wirklich alles, ich habe sowieso kaum Stauraum. Und ja, es sieht momentan eher nicht so gut aus. Deswegen sage ich ja, ich hätte normalerweise jetzt noch gar keine Folge gestartet. Ich hätte erstmal den Winter durchgespielt, aber da wir ja nun Alvins Geschichte Nummer 8 haben, wollte ich mir das Ganze nochmal ganz gerne angucken und ihr sollt daran teilhaben. Oder ich werde euch besser gesagt dazu nötigen, euch das mit angucken zu müssen. Und ja, ich muss jetzt mal ein Häppchen trinken. Und dann werde ich nochmal die Körbe nochmal verkaufen. Das ist eigentlich so das, was ich den Winter über machen wollte. Und natürlich, und das war natürlich der Gedanke, hat sich das natürlich dann auch so zugetragen, dass der Dünger, den wir hätten ausgesät oder umgepflügt hatten, besser gesagt, der ist natürlich weg. Na, das ist klar. Mir fiel das auch gerade erst an dem dritten Tag ein, wo das dann nachher so weit gewesen ist. Dann dachte ich mir, ach Gott, wie bescheuert muss man sein? Also man muss immer sehen, dass man möglichst die Felder zum Jahreszeitenwechsel, dass man die leer hat, beziehungsweise dass man dann entsprechend, ja, dass man das nicht gemacht hat, sondern dass man eben keinen Dünger verarbeitet hat. Es sei denn, du willst was anpflanzen, dann geht das natürlich. Aber ansonsten sind die Felder nämlich kaputt, ne? Deswegen, oder der Dünger ist kaputt. Dafür haben wir nun richtig viel Kohle ausgegeben, deswegen, naja, brauchen wir nicht weiter erklären. Das eigene Doofheit ist halt so, Dummheit wird bestraft. Deswegen verkaufen wir jetzt wieder ein paar Weidenkörbe. Und dann schauen wir mal zu, dass wir, ja, wie gesagt, dass ich über den Winter noch ein bisschen Geld scheffel. Und dass wir dann vielleicht im Frühjahr direkt anfangen können mit Flachs. Ich habe ja Flachs schon einmal komplett angewiesen auf die Felder. Das heißt, eigentlich sollten wir alle Felder komplett mit Flachs belegen können. Und ja, schauen wir mal. Vielleicht mache ich sogar noch ein drittes Feld auf. Mal gucken, nochmal mit Flachs, dass wir richtig schön Flachs raushauen. Das wäre jetzt nochmal mein Ansatz. So, Körbe. Wir verkaufen Körbe. Oder auch nicht. Doch an dich verkaufen wir vielleicht Körbe, wenn du kaufen willst. 1302 hast du. Okay. Weidenkorb. 7 das Stück. Pelzhaube. Könnte ich für teuer Geld verkaufen? Trinkschlauch? Ja. Dafür fehlt uns Leder. Das ist natürlich nachher gut, wenn wir Leder haben. Und dann eben halt diese Fäden. Dann können wir nämlich für 28 Münzen nämlich dann entsprechend auch diese Trinkschläuche nämlich verkaufen. Das ist nämlich ein so ein Ding. Wir müssen mal gucken, wo wir am meisten Gewinn mit generieren können. Allerdings müssen wir dann auch wieder 2 Jahreszeiten warten, weil ich glaube, Flachs dauert auch über 2 Jahreszeiten. Wenn wir das im Frühjahr ansehen, dann können wir das, glaube ich, im Herbst abernten. Wir müssen eben halt diese Rotation hinkriegen. Diese Rotation, dass wir am besten im Frühjahr bis Herbst, dass wir da eben Flachs aussehen und vom Herbst bis zum Frühjahr letztendlich dann nachher irgendwas anderes, sodass wir dann immer diese schöne Rotation drin haben. Das wäre eigentlich immer ganz, das wäre immer ganz super. Achso, wir wollten ja was verkaufen, ne? Das macht Sinn. So, wir kriegen 201. Das ist jetzt nicht so viel. Aber gut, es sind jetzt mal über 200 Münzen. Und wir haben ja nachher auch, wenn wir die nächste Jahreszeit haben. Achso, was fehlt mir denn noch? Irgendwas fehlt mir noch. Achso, das Rezept. Richtig. Deswegen wollte ich auch das Geld nochmal mitholen. Weil Technologie, Taverne, warte mal, wo war das? War das hier mit? Taverne. Und zwar gab es Fleisch mit Soße. Das ist nämlich Zwiebeln und gebratenes Fleisch. Zwiebeln habe ich zu Hause, gebratenes Fleisch auch. Da war auch so ein Fehler von mir, dass ich das Fleisch angebraten habe. Ich hatte gesehen, okay, Zwiebeln, gebratenes Fleisch, geil, das habe ich da, kann ich craften. Problem ist aber, ich hatte das Rezept noch nicht freigeschaltet. Das können wir jetzt machen. So, dann haben wir das nämlich freigeschaltet. Dann habe ich zu Hause nämlich das gebratene Fleisch mit Zwiebeln, kann ich mich verarbeiten. Müsste ich nur mal gucken. Ja, ich weiß natürlich nicht, für wie viel wir das verkaufen können. Das müssen wir mal schauen. So, jetzt gehen wir aber erstmal zu unserem Alvin. Mal schauen, was er jetzt auf dem Herzen hat. Ob er wieder irgendwie eine Quest wird auf jeden Fall starten. Aber was für eine Quest er starten wird. Ja, schauen wir doch mal. Mal gucken, ob wir das noch gebacken kriegen. Vielleicht wieder irgendwie im Wettstreit oder was. Guck mal hier, so soll das eigentlich aussehen. So will ich das haben. Dass die Felder nie leer sind. So, Alvin, Alter.
So, hallo Jäger, es ist an der Zeit für unseren nächsten Wettkampf. Oh nein. Wir werden nicht mehr am... Was? Wir werden nicht mehr am Zielschießen teilnehmen. Dies ist ein Spiel für Kinder. Oh Gott, jetzt geht's aber los. Oh, woher kommt diese Veränderung? Sambo selbst hat mich ausgebildet. Ich jage schon seit langer Zeit wild. Hast sicher einiges an Vertrauen dazu gewonnen. Ich habe einmal einen Bären erlegt. Ich habe keine Angst mehr. Gut, wenn er uns jetzt noch sagen würde, wo er den Bären gefunden hat, dann könnten wir vielleicht dann die letzte Quest auch nochmal, die Quest endlich mal erfüllen. Geil, ein Bär, herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich eine große Sache. Ich habe 9 Stunden gebraucht. Sie sind nicht nur schwer zu töten, sie sind auch schwer zu finden. Ach nee. Glaubst du, du könntest das besser? Ja. Ich weiß nicht, ich kann es versuchen. Gut, du hast 8 Stunden. Oh Gott. 8 Stunden, schwer zu töten, geil. Töte in dieser Zeit einen Bären und ich gebe zu, dass du der beste Jäger bist, den es gibt. So gut sich das an und bevorzuge ich doch etwas vom Mehrwert. Es funktioniert in beide Richtungen. Wenn du scheiterst, behalte ich deine 200 Münzen, die wir sowieso nicht haben. Zahlungen im Voraus natürlich, falls du nicht zurückkommst. Es ist gut zu wissen, dass du dir Sorgen um mich machst, mein Freund. Was ist, wenn ich es rechtzeitig schaffe? Ich werde dir meinen Bogen geben. Ja, kann mir Bogen selber bauen. Das klingt sehr verlockend. Abgemacht. Ich komme später wieder. Ich warte aber nicht für immer. Ja. Erstmal brauche ich das Geld. Und dann muss ich eine Idee haben, wann und wo wir den Bären erlegen können. Ich bin schon drauf und dran, fast mal zu googeln. Ich habe es noch nicht gemacht. Zu googeln, wo man die Bären hier am besten findet. Ob es ein bestimmtes Areal gibt oder ob das tatsächlich wirklich random ist. Ach, Onigoster, du bist aber auch so eine kleine... Naja, gut, okay. Schwer zu finden, das ist mir klar. Ich habe ja schon 2, 3 Folgen nur nach einem Bär gesucht. Und immer noch keinen Hinweis auf den Bären. Scheiße. Aber warte mal, gibt es hier vielleicht unter der Hilfe irgendwas? Fähigkeiten, da können wir mal kurz was gucken. Fels in der Brandung, Überlebenskünstler, Überlebenssinn, Kräuter in Deckermodus, stark wie eine Eiche, Gesundheit, Überlebenskünstler. Gab es nicht mal langsamer Ausdauerverbrauch während der Bewegung, oder? Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Aber es gab doch, glaube ich, hier mal Talentpunkte. Survival, Unempfindlichkeit, Temperaturtoleranz, Widerstandsfähigkeit gegen Vergiftung, Federn, Pilze, stark wie eine Eiche. Mehr Gesundheit, das ist schon mal nicht schlecht. Fischernetzlimit. Langsamer Ausdauerverbrauch. Scheiße, ich dachte, das wäre hier gewesen. Dass man Tiere aufspüren kann, Vegetarier, Aussaat. Geduld. Das war wahrscheinlich hier in der Fährtenleser. Verfolgen von Tieren im Inspektionsmodus. Alles klar, das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Verfolgen von Tieren, naja gut, okay, das hatte ich ja eigentlich extra mal ausgerüstet eigentlich für den Krams. Ruhige Hand in Arbeit. 10% ruhiger gehalten. Aber dafür haben wir leider die Punkte nicht. So, Überlebenskenntnisse. Ja, gut, sonst machen wir vielleicht hier einen Punkt. Mehr Gesundheit haben wir schon, Max. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Überlebenskünstler hier. Langsamerer Lebensmittelverlust. Ich gehe nochmal kurz zurück. Ich will eigentlich mal ganz gerne dieses Zwiebelfleisch mal herstellen. Ob wir das vielleicht auch verkaufen können, weil wir hatten nämlich einiges an Fleisch da. Und einiges an Zwiebeln. Ob wir das entsprechend auch verkaufen. Naja, wir werden es garantiert verkaufen können. Ja, da bin ich mir sicher. Aber was wir dann dafür kriegen, wenn ich meine, wenn ich dafür pro Schale nur eine Münze kriege, dann lohnt sich das einfach nicht. Weil ich könnte da sicherlich, na, ich weiß nicht, vielleicht 40, 50 Einheiten. Da müssen wir gucken, wie viel wir tatsächlich verbraten, was im Sinne des Wortes. Mal gleich mal schauen. Das
können wir gleich zu Hause mal machen. Ja, das wäre nochmal so ein Ding. Also 8 Stunden haben wir Zeit. Das macht mich doppelt betroffen aus folgendem Grund. Erstmal müssen wir einen Bären finden und dann gibt er uns 8 Stunden Zeit, einen Bären auch zu erlegen. Ja, das heißt, wir haben effektiv gesehen 1 Tag Zeit, einen Bären zu finden und zu töten. So. Das müssen wir erstmal gebacken kriegen. Und dafür hätte ich ganz gerne erstmal einen kleinen Hinweis, wo wir denn Bären finden können. Ja, also... Das ist schon üppig. 8 Stunden Zeit, vor allem das müssen wir garantiert vorher machen. Also wir können jetzt nicht den Bären erlegen und dann die Quest abschließen. Das würde nicht funktionieren. So, hatte ich hier schon was drin? Nee, da hatte ich nur Stroh. Ich hatte nämlich irgendwo, guck mal hier, nämlich das gebratene Fleisch ist nämlich hier drin. So. So, einmal dann die Zwiebeln. Das nämlich. Und dann können wir schon mal ein bisschen was braten. Entzünden das Feuer. Kessel. So, und jetzt können wir nämlich Fleisch mit Soße machen. So, Fleisch mit Soße. Fleisch mit Soße. Und dann können wir 79 Einheiten von machen. Oh, wie geil ist das bitte. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir das natürlich verkaufen können. Und was das kostet. Wir kriegen 79 Einheiten raus. Das ist geil. Das ist nämlich ein Verhältnis von 1 zu 1 an anscheinend. Wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir 79 Zwiebeln, deswegen 79 Einheiten davon. Ja, es dauert jetzt anscheinend ein bisschen. Ich würde sonst mal eine kleine Pause machen, würde in der Zwischenzeit ein bisschen weiter kochen. Und weißt du was, ich gucke einfach mal nach online. Ich gucke einfach mal nach online, wo sich am besten Bären finden lassen. Es reicht mir ja schon das Areal. Und dass wir vielleicht für den nächsten Tag, dass wir uns da präparieren, dass wir uns dann Pfeile organisieren, einen Bogen und sowas, habe ich nämlich auch alles erstmal auf Lager gelegt. Dass wir mal gucken, dass wir uns da mal einen Bären gönnen. Und ja, das wäre erstmal so die Option. Na, schauen wir mal. Also, bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. So, ich muss einmal ganz kurz gucken. Ich habe tatsächlich im Internet was gefunden. Das sind aber auch wirklich nur ganz grobe Angaben, wo wir was finden könnten oder wo wir eventuell einen Bären finden können. Das sind ganz grobe Angaben. Und zwar einmal nördlich von Branica. Nördlich von Branica, also hier oben. Hier ist Branica. Branica oder Branica? Warte mal. Branica. Nördlich von Branica hier oben. Dann südöstlich von Danica. Moment, südöstlich ist hier. Südöstlich, also hier in diesem Bereich. Also hier oben in dem Bereich. Und südöstlich und westlich vom See. Südöstlich und westlich vom See. Also hier in dem Bereich und hier. Hier waren wir links auch schon. Und südlich von Lesnica. Südlich von Lesnica, also hier. Also sprich in dem Bereich, hier in dem Bereich, hier und hier und hier oben. Warte mal, wir gehen jetzt ja gleich hier rüber. Ich würde mal sagen, dann setzen wir tatsächlich mal den Wegpunkt hier hin. Hatte ich da schon F gesetzt? Ja, okay, dann machen wir uns da mal einen Wegpunkt hin. Südöstlich, dann suchen wir mal hier in dem Bereich, weil das ist es am nächsten. Ich wollte nämlich einmal hier hinlaufen. Hier ganz gerne einmal hinlaufen, um eventuell ein bisschen Fleisch mit Soße zu verkaufen, damit wir auf die 200 Münzen kommen. Und dann machen wir uns auf den Weg. Dann können wir insofern 3 Gebiete könnten wir einmal nutzen. Das Gebiet, Das können wir vielleicht gerade so in 8 Stunden schaffen. Wenn der Bär hier oben sein sollte, ja gut, dann haben wir dann Pech gehabt. Das sieht dann wahrscheinlich nicht so gut aus. So, okay, aber tingeln wir mal los. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Also mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück finden wir einen Bären. Und das gehört ja auch mit zur Hauptquest. Wir müssen ja einen Bären erledigen. Und das gehört auch mit zur Hauptquest dazu. Das heißt, wir würden 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal würden wir Alvins Geschichte vorantreiben. Und wir würden einmal eben halt auch die Hauptquest ja auch nochmal erledigen. Ob wir das natürlich schaffen, ist die Frage.
Weil so viel Zeugs kann ich jetzt gerade nicht mitschleppen. Ich würde ganz gerne noch mich noch ein bisschen ausmüllen vorher. Aber so wie ich mich kenne, wird das wahrscheinlich sehr, sehr kurzfristig alles werden. So. Einen Bogen habe ich natürlich da. Pfeil und Bogen habe ich auch da. Speere habe ich jetzt, weiß ich gar nicht, wie viele. Wie viele Speere habe ich? 4, das ist nicht viel. Deswegen wollte ich eigentlich ganz gerne ein paar Speere mehr mithaben, aber wie das halt immer so ist, konnte ich eben wegen Fleisch mit Soße eben halt nicht so viel mitnehmen. Mal sehen. Also, da, sonst hätte ich mir ganz gerne noch ein paar Speere mehr noch mitgenommen. Allerdings macht natürlich ein intakter Speer von 100% macht natürlich auch ein bisschen mehr Schaden. Also meines Wissens. So, wollte ich denn da? Wollte ich denn die Stock? Matiere habe ich jetzt hier nicht gesehen, okay. Da habe ich nämlich so ein bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht über diese Suchfunktion vielleicht den Bären finden können. Dass wir vielleicht, ich weiß nicht, ob man einfach nur die... Ja, ich weiß nicht, ob man dann einfach nur die Fußspuren sieht, ob man komplette Tiere sieht, wo die sich gerade aufhalten oder so, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, eher Fußspuren würde sich anbieten. Da kann man ja vielleicht Rückschüsse ziehen, das weiß ich noch nicht. Spannend werden. So, ich will jetzt aber erstmal Baden Watt verkaufen. Ich will hoffen, dass wir da die 200 Münzen zusammenkriegen, wie gesagt. So. Adelina, zeig mir deine Ware. Ich würde dir gerne ganz gerne was verkaufen. Ach, hier, Roggenkorn, das hätten wir mal. Roggenkorn hatten wir über alles verkauft, oder? Sonst hat sie sonst 185. Na, ist egal. Fleisch mit Soße. So, könnten wir verkaufen. Für 553. Nee, so viel will ich jetzt erstmal nicht. Ich will erstmal verkaufen für 60. Das ist auch nicht gerade so wenig. Oder für 59. Für 59 kriegen wir 413 raus. Dann hätten wir noch 20 für uns noch. Und 20,65 Kilo weniger auf der Rippe. Ja, verkaufen wir mal. Dann haben wir nämlich erstens mal ein bisschen Geld. Dann hätten wir nämlich über 200 Münzen. Nämlich einmal, hätte ich nicht gedacht, dass es so eine ganze Menge bringt. Aber ja, es ist eine Saat, ne? Und natürlich ein bisschen Fleisch. Okay, klar, ein bisschen Fleisch haben wir natürlich trotzdem noch eingesammelt. So, warte mal. Ich hole mir noch mal eben kurz Wasser. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben 8 Stunden Zeit. Das heißt, einen Tag. Einen Tag, einen Bären zu finden und zu erlegen. Und das wird beides nicht einfach werden. Weder einen Bären zu finden, noch sonst irgendwie. So, Fill Water Skin. So, Fleisch haben wir dabei. Ich habe auch diesen, dieses Heilungszeugs mitgenommen. Hier, den Wegerich. Ja, der, wie viel macht der? Plus 10 Gesundheit. Also, ja, es ist, wir müssen gucken. So, aber erstmal schnell zum Alvin. Oh, bitte lass uns einen Bären finden. Sehen wir eigentlich auch die Markierung? Ja, sehen wir. Okay. Sehr schön. Ja gut, sonst wäre die Markierung noch ziemlich sinnlos. So, ich bin bereit, Alvin. Lass uns wetten. Und lass uns überleben. Oh, ich hole mir noch kurz die Axt raus, dann machen wir uns nämlich gleich noch ein paar Speere. So, Zeit für unseren Wettkampf. So, war Veränderung. Dazu gewonnen. Bär, Glückwunsch, bla bla. Ich weiß, ich kann es versuchen. So gut es sich anhört. Sehr verlockend. Gib ihm 200 Münzen. Und kannst du mich zum Bären führen? Oh, geil. Du kannst es im Südosten versuchen. Sie lassen sich gerne in Höhlen und in Nähe von Stauseen nieder. Okay, also gut, dann stimmt das so einigermaßen. Dann stimmt ja die Richtung, die wir schon angepeilt haben. So, ich mache mal eben ganz kurz nochmal 1, 2... Südosten. Von hier aus Südosten. Südosten. Na gut, von hier aus gesehen wäre es Südosten. Das wäre hier. Oder hier in diesem Bereich. In Stauseen, sagten sie. Also wäre das in diesem Bereich. Das ist das, was ich eigentlich schon mal sagte, ne? Also dann können wir hier mal gucken. Wir könnten natürlich auch hier gucken. Südosten, dann meinte den Bereich hier. Aber wir gehen mal hier gucken. Das ist erstmal ein bisschen näher dran. Vielleicht, wir hätten ja noch zur Not noch eine Option. Das wäre ja nicht so das Problem. So, einmal, zweimal, ein bisschen Rundholz noch mitnehmen. Also noch ein paar Speere mittragen können. Einen Bogen, einen machen wir noch. So. Ich
ich will da gut vorbereitet rein. Na, gut vorbereitet. Okay, streicht das bitte aus meinem Wortschatz. Und aus dem, was ihr gerade gehört habt. Gut vorbereitet, das ist... Wahrscheinlich werdet ihr jetzt lächeln und sagen, ja, gut vorbereitet wärst du gewesen, hättest du 30 Speere gehabt. Dann hättest du vielleicht, wärst du gut vorbereitet gewesen. Aber es ist... Oh, nein. Nicht so, mein Freund. Nicht so. Weil der kann gut austeilen und der kann natürlich auch gut einstecken. Ist natürlich die Frage, was ist viel? Ist 4 Speere viel? Sind 5 Speere viel? Ich habe jetzt insgesamt 38 Eisenpfeile mit. Ich habe jetzt dann insgesamt, ich weiß gar nicht, insgesamt 12 Speere mit. Also da, puh. Okay. Crafting nächstes Level, sehr gut. Kurz gucken, ob wir hier schon irgendwie was sehen. Mich würde es grundsätzlich mal interessieren, was wir an Tieren sehen und erspähen können. So, einmal kurz. Na, wir müssen noch ein Stückchen laufen. In Höhlen. Also müssen wir auf jeden Fall Höhlen finden. Die habe ich bis jetzt gar nicht gefunden. Das war ja immer so meine Spekulation. Ich wusste ja immer nicht, sind Bären tatsächlich in Höhlen drin, so wie man das eigentlich so kennt und weiß. Oder wandern die hier so irgendwo rum? Und jetzt ist gerade Winter, also eigentlich machen sie ja Winterschlaf. Ne? Das ist ein bisschen, wissen wir nicht. Und wenn sie im Winterschlaf sind, sind sie dann leichter zu erlegen? Sind sie schwerer zu erlegen? Ich kann mir eher vorstellen, dass Bären auch hier im Winter aktiv sind. Vielleicht sind sie dann sogar noch eine Ecke angepisster, ich weiß es nicht. Wenn man sie aus dem Winterschlaf rausreißt. Es sei denn, die haben vielleicht dann schon zwei, drei Speere im Kopf stecken. Dann überlegen sich das vielleicht nochmal, aber... Na, schauen wir mal. So, was sind wir? Wir sind schon recht nah. Achso, ich wollte schon sagen, was ist das denn hier? Ein zweiter Pfeil, aber das war der Mauspfeil. Wir müssen... Wir müssen eine Höhle finden. Dann sind normale... Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken. Arco, okay. Man sieht also tatsächlich... Man sieht aber... Das ist aber nicht so weit weg. Guckt euch das mal an. Also das ist dann vielleicht ein paar Meter, die wir das tatsächlich sehen können. Ich tendiere ja eher zu hier oben, dass wir hier so... Weil hier ist mehr... Mehr Berg. Und mehr Berg bedeutet für mich auch die größere Chance auf Höhlen. Lass uns mal hier oben gucken. Moin. Hast du einen Bären gesehen hier? Ah, ich glaube, hier sind wir gar nicht so verkehrt. Habe ich so das Gefühl. Weil hier irgendwo müssen sie hier ja sein. Hier muss es ja irgendwo irgendwelche... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so nah dran sind. Also, dass sie so nah im Wald unterwegs sind. Also, vielleicht zum Jagen, ja, okay. Aber ich meine jetzt hier so zum Wohnen, da werden sie ein bisschen weiter ab vom Schuss sein. Denke ich mal. Aber ich weiß es eben halt auch nicht. Wahrscheinlich sind wir sowieso erst im Nachhinein schlauer, wenn wir einmal geguckt haben. Und ich weiß nicht, wie offensichtlich... Höhlen zu finden sind. Ja, mal so ein bisschen gucken. Obwohl auf die Entfernung, wo wir es gerade gesehen haben. Da sehe ich jetzt gerade nichts. Wir haben 8 Stunden Zeit. Jagd ein Bär. Moment, da steht Jagd ein Bär, nicht töte ein Bär. Das ist ein Unterschied. Sind wir jetzt noch gerade? Gut, wir sollen uns ein bisschen... Und westlich hieß es.
Also in dem Bereich, ja, ist... Ich habe das Gefühl, dass wir... Wir sind zwar schon in der richtigen Gegend, aber eben noch nicht... Oder vielleicht denke ich auch verkehrt, dass ich hier einfach gar keine... Dass es hier insofern keine Höhlen gibt, nur... Aber es ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn wir einfach mal auf den Berg raufgehen, weil da können wir vielleicht ein bisschen weiter gucken. Und schauen, ob wir vielleicht hier irgendwo Anzeichen einer Höhle finden. Wir haben nur 8 Stunden Zeit, nur einen Tag. Gleich hier vorne nochmal, da an der Ecke. Hier auch nix. Gut, hier vorne nochmal ganz kurz gucken, weil hier nämlich das auch ein bisschen hügeliger war. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen sehr weit. Wir sind sehr weit im Süden. Lass uns mal da vorne gucken. Ich glaube gar nicht mal, dass es so weit in der Gebirgskette ist. Ich glaube, dass es schon weiter vorne ist. So hier vorne zum Beispiel. Das ist eher so kleinere Höhlen sind oder sein könnten. Das sieht mir hier schon fast prädestiniert nach einer Höhle aus. Also nicht nach das hier nach einer Höhle, aber es sieht mir so nach aus, als wenn das hier direkt so ein Höhlengebiet sein könnte. Ich finde ja nichts, ich sehe nichts. Geh mal da. Online stand auch nur, dass es in den Gebieten, dass man da mal Bären gesichtet hat. Nicht, dass man da die Höhlen für die Bären gesichtet hat. Ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Unterschied. Da ist ein Wolf. Der Wolf denkt sich auch, okay. Wie gesagt, einen Wolf habe ich jetzt gesehen, Hirsch habe ich gesehen. Ja, das ist ein Wolf. Im Süden von Lesnica hieß es, ne? Gehen wir da nochmal gucken. Ja, wir haben nicht so viel Zeit, wir müssen echt gucken, also. Mir fehlt eben momentan so der Anhaltspunkt. Vielleicht gucke ich auch an einer völlig verkehrten Stelle. Ich meine, das ist sowieso klar, dass ich an einer verkehrten Stelle gucke, sonst hätten wir ja schon was gewonnen. Aber ich meine, dass ich von falschen Tatsachen ausgehe. Dass ich mir die Höhle, wie sie hier vielleicht eingebaut ist, vielleicht ein bisschen falsch vorstelle. Dass die Bären eher doch in einem eher flachen Terrain unterwegs sind und die Höhlen sich meistens auch eher im Landesinneren befinden, anstatt hier jetzt irgendwo im sehr bergigen Gebiet. Hier vielleicht. Da müssen wir ein bisschen auf die Stamina achten, dass wir dann immer rechtzeitig auch wegkommen. Das sieht mir hier so richtig schön nach Bärenareal aus. Aber sehe ich trotzdem nichts. Warum vielleicht?
Ah, ist aber Stein hier. Hier könnte man vielleicht mal... Ich das mal für eine Mine... Ach, schade, ich dachte, ich wäre noch was. Für eine Mine mal vormerken hier. Nix. Gibt's nicht. Da sind wir auch 500 Meter entfernt. Das gibt es nicht. Ich gucke noch mal einmal kurz um die Ecke und dann gehen wir noch mal Richtung Lesnica. Und wir müssen vorher auf jeden Fall speichern, wenn wir das rechtzeitig entdecken sollten. Dass wir uns noch mal ein paar Optionen frei halten. Oh, ich habe mich erschreckt. Boah! Bärenreichweite, wie es aussieht. So, jetzt haben wir hier noch den See. Ja, in der Nähe von Staudämmen. Ja, ja, gut, ich meine, wie gesagt, das habe ich mir ja auch schon gedacht. Ich habe da generell mehr Tiere erwartet an Staudämmen, weil gerade hier ist ja klar, als Tier würde ich mich auch nie erlassen, wenn ich hier was zum Saufen habe. Und wenn du dann noch Fleischfresser bist... Oh, da ist noch eine Hütte. Das ist aber die falsche Richtung. Achso, nee, das ist Jezerika, ne? Wir müssen weiter in die Richtung. Ja, das ist klar. Scheiße. Kann doch nicht so schwer sein, Bären zu suchen. Das ist schon die vierte oder fünfte Folge, wo ich einen Bären suche. Und womöglich nicht finde. Ich finde alles andere, aber keinen Bären. Alle möglichen anderen Viecher, aber keine Bären. Genau. Aber das lasse ich mal markiert. Ich werde mich mal diesen Pfad mal längs begeben, weil der führt mich direkt am Berg lang. Vielleicht finden wir da eher mal eine Höhle. Erstmal eine Höhle finden. Das wäre ja schon mal was. Zumindest eine Höhle finden. Dann kann man wenigstens mal so einen kleinen... Hat man wenigstens mal so einen kleinen Punkt. Da kann man wenigstens mal sagen, okay, da guckst du mal öfter mal vorbei. Auch wenn wir da vielleicht keinen Bären finden. Ich glaube, in dem Areal war ich ja auch noch gar nicht. Mal kurz ein bisschen links, ein bisschen rechts gucken. Hirschi. Ah, nee, ein Wiesent, schade. Wollte gerade schon sagen, na, haben wir da unseren Bären, aber nee, das ist ein Wiesent. Muss auch aufpassen. Die rasten auch mal ganz schnell aus. Und die verfolgen einen auch immer ganz anständig, also insofern... Dann ist ja schon wieder Zeit hier. Was da drüben vielleicht was zu sehen? Ich gucke hier nochmal ganz kurz links. Wegen Anzeichen einer Höhle etc. pp. Nee, da ist nichts zu sehen. Ja, und zur Not werden wir von hier oben vielleicht einen Bären entdecken, wenn wir auch weiter runter gucken. Das hatte ich ja eigentlich auch schon mal hinter mir. Das habe ich mir auch schon alles angeguckt, aber irgendwie... war da noch nirgends irgendwas Explizites zu finden. Auch nichts. So, mal kurz einen Happen essen. So, erstmal ein bisschen Fleisch. Ein bisschen Fladenbrot. So, und dann hauen wir uns dann gleich nochmal ein bisschen was zu trinken rein. Könnte ich überall sein, ne? Ist ja auch nicht mal ein kleines Areal, wo man mal eben was finden kann. So, bei den Hirschen...
Hirsch, hab ich wieder Hirsch schon gesagt. Da war das ja noch verhältnismäßig einfach. Da konntest du ja noch sagen, okay, die sind garantiert in der Nähe von irgendwelchen Wäldern. Und dass es hier mutmaßlich ein paar mehr Wälder gibt, war das eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man hier den einen oder anderen Hirsch mal findet. Aber Bären. Ich glaube nicht, dass wir so tief in die Gebirgskette rein müssen. Okay. Passiert nämlich auch genau das. Dann sag ich ja, wir sind, glaube ich, ein bisschen zu weit ab vom Schuss. Ich glaube, wir müssen gar nicht so. Im Nachhinein ist man sowieso dann immer schlauer. Aber ich glaube. Ich gehe mal hier den Pfad lang. Wer weiß, ob hier nochmal irgendwann eine Erweiterung kommt. Okay. Hat er uns umgesetzt. Okay. Wir dürfen hier nicht lang. Okay. Alles klar. Ach Mensch, zeigt mir doch eine Bärenhöhle. Zeigt mir doch eine Bärenhöhle. Oder die gleich direkt ein Bär. Das ist mir eigentlich. Das dämmert schon. Merkt ihr das? Oder in irgendwie ein Hinweis oder was? Zum Beispiel wie so Krähen oder was, die hier irgendwo so am Rumkrächzen sind. Oder vielleicht so Tierkadaver oder sowas. So Tierkadaver, wo man sagen kann, okay, hier jagt wahrscheinlich irgendwo ein wildes Tier. Sowas wäre super. Ich glaube, wir werden das Ding verlieren. Sein, dass es so schwer zu finden ist hier. Oh, da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Ich habe einen gefunden. Ist auch nicht am Ratzen. So, wollen wir ihn erstmal mit Pfeil und Bogen so ein bisschen bezirzen oder mal gucken? Aus der Distanz kann ich ihn vielleicht eher. Kriege ich ihn vielleicht eher. Offen. Oder er hat satt getroffen. Bitte was? Drei Pfeile, das war's? Drei Pfeile im Kopf, das war's? Ich meine, die will jetzt nicht meckern, Gottes Willen, aber ich hätte gedacht, okay, der hält natürlich ein bisschen was aus, okay, aber drei Pfeile im Kopf, gut, wir haben ihn auch wirklich gut getroffen. Aber. Also bitte. Drei Pfeile im Kopf und das war's. Und er hat noch nicht mal. Ja gut, wie gesagt, wir hatten eigentlich auch eine gute Position. Wir hatten High Ground und schön drei Pfeile direkt im Kopf. Das hat natürlich dann gleich gesessen. Das war in Ordnung. Hat er auch gleich das andere freigeschaltet? Neuankömmling. Ja, geil. Habe mindestens 10 Einwohner, 3 von 10. Habe mindestens 5 Arbeiter, 2 von 5. 2500 Dynastie-Reputation, Stand der Entwicklung, Dorf. 30 Gebäudelimit. Ach du Scheiße. Das wird auch noch spaßig. Unigos, Alvins Geschichte. Sprich mit Alvin. 400 Münzen kriegen wir zurück. Geil. Alvin. Alvin. Ich muss das mal kurz markieren hier. So ein ganzes Stück zurücklaufen, ey. Boah. Alvin. Kannst du mir nur grob markieren oder so? 1400. Alvin. Oder ist noch ein Bär? Ach, jetzt finden, weißt du, jetzt, das ist so typisch. Das ist so typisch bei mir. Ich muss sowieso die Richtung.
Oh. Das ist so typisch bei mir. Weißt du, du findest jahrelang keinen Bären, aber dann findest du gleich drei, von denen uns einer verfolgt. Oh. Von denen uns einer verfolgt, weißt du, und dann findest du alle... Ich kann euch schwören. Ich schwöre euch. Ab jetzt werden wir alle 2 Meter... Naja, gut, alle 2 Meter ist übertrieben, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ab jetzt werden wir garantiert alle naselang irgendwo irgendwelche Bären finden. Garantiert. Alleine schon aus dem Prinzip, weil wir jetzt schon eben die ganze Zeit danach gesucht haben und jetzt eigentlich keine Bären mehr brauchen. Aber jetzt werden sie kommen. Das kenne ich sowas. Das, na gut, das ist ein Wiesent. Gehen wir auch ein bisschen aus dem Weg. Wir müssen mal ein bisschen Stamina sammeln, damit wir dazu noch weglaufen können. Boah, ey. Aber drei, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, okay, nimmst du Speere mit, nimmst du ordentlich Pfeile mit. Ich hätte echt gedacht, also da, dass da mindestens 5 Speere nachher drin stecken in dem Vieh. Das hätte ich gedacht. Aber nicht, dass der sich so leicht... War das auch noch ein Wolf? Scheiße. Dass der sich so leicht wegmachen lässt. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht runterspielen, aber... 3 Eisenpfeile im Kopf. Gut, die waren gut platziert. Die waren wirklich sauber getroffen. Ich glaube, der allererste ging auch direkt in den gleichen Kopf. Das war schon gut. Vielleicht hat, war das auch der, so der, vielleicht war das auch der, der, ja, genau der, der richtige Hintergrund. Ich sag schon, die richtige Voraussetzung, wollte ich eigentlich sagen. Die richtige Voraussetzung, um ihn dann gleich zu legen. Ich weiß nicht, wie empfindlich da die Bären sind. Nur wenn ich mir den Wiesent angucke und der, bei dem hatte ich das wesentlich schwerer. Bei dem hatte ich allerdings auch, muss ich dazu sagen, aber auch Speere genommen und keine Pfeile. Und wie viele Speere habe ich beim Wiesent gebraucht? Sicherlich 5, 6, vielleicht sogar 7 Speere. Und die waren auch nicht alle scheiße platziert. Na, also, und da fragt man sich natürlich schon, gut, ein Wiesent hat vielleicht noch ein bisschen mehr Wumms als ein Bär. Ja. Mag vielleicht sein. Der hat vielleicht noch ein bisschen mehr Wumms. Aber pff, hätte ich nicht gedacht, dass wir da mit drei Schüssen, dass wir da klarkommen. Ich habe jetzt aber leider auch nicht markiert, wo jetzt der Bär war. Das war da vielleicht mal zukünftig. Das war aber hier so in dem... Das war schon relativ genau, relativ Süden, Lesnica. Also hier in diesem Gebiet war das schon. Was kommt da an? Wiesent? Was ist ein Wiesent? Ne, das ist jetzt... Da muss man echt aufpassen. Ich habe jetzt auch keine Lust, um die Wette zu laufen mit dem Wiesent. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber das war doch verhältnismäßig entspannt. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe mich da schon so auf so einen 3-Stunden-Kampf habe ich mich schon eingestellt, so halbwegs. Naja. Jetzt sind wir schon wieder bei 43 Minuten, sehe ich gerade. Ich schau mal eben, ich glaube nicht, dass Alvin noch wach ist, wenn wir bei ihm ankommen, weil dafür wird es jetzt einfach schon zu duster. Der wird sicherlich schon pennen, der Heini, aber wir gehen trotzdem mal gucken. Vorsichtshalber, wir sind aber bei 400 Metern. Können wir mal kurz vorbeischauen. Vielleicht ist er ja noch wach. Da können wir das gleich um die Ohren hauen. Hier. Da. Da ist dein Bär. Dein Lepschbär. Na, ja, vielleicht machen sie die auch nochmal stärker, die Bären. Das war einfach viel mehr Aufregung um nix, eigentlich. Da hätte ich echt mehr erwartet. Ich dachte, wenn da schon so ein Tara um Bär gemacht wird, dann muss der ja ein bisschen mehr noch drauf haben als ein Wiesent. Und die sind schon übel, die Wiesens. Also wenn die mal durchdrehen, dann muss er auch schon mal so ein bisschen. Die haben auch tatsächlich richtig Wumms. Also wenn du, selbst wenn du denen so 2, 3 Speere im Kopf jagst und die laufen immer noch auf dich zu, der rammt dich weg. Da hast du gar keine Chance. So schnell kannst du ihn gar nicht wegmachen. Die sind wesentlich gefährlicher, wie ich finde, im Vergleich zu Bären. Ah, ich glaube... Onkel Alvin ist, glaube ich, nicht mehr da. Da wird erst morgen früh wiederkommen. Nee, das ist er doch. Oder ist er das? Bist du Alvin? Nee, doch, du bist Alvin. Nee.
Hat jemand einen großen, bösen Bären bestellt? Du weißt nicht, wie man gewinnt. Bitte was? Wirklich? Ich dachte, es ist das Einzige, was ich tun kann. Gut, das ist genug. Weiter. Hier ist mein Bogen. Du hast ihn dir verdient. Wenn du, was? Denn du bist besser als ich. Und das warst du schon immer. Oh, nun übertreib mal nicht. Es reicht, wenn du sagst, ey, komm. Ne, ich hab verloren und ist gut. Muss es mir nicht geben. Ich mag einfach den Wettstreit. Bitte was? Hallo? Nein, du hast fair und ehrlich gewonnen und ich verdiene es nicht. Ich sollte wieder auf dem Feld arbeiten, wie es mir mein ganzes Leben lang beigebracht wurde. Alter, nun dreh doch nicht gleich durch. Ja, und versuche nicht, meine Meinung zu ändern. Träume sind schön, aber das wirkliche Leben ist etwas ganz anderes. Ey, man kann doch beides machen. Hat er das immer noch nicht verstanden? Man kann doch auf der einen Seite auf dem Feld stehen, auf der anderen Seite doch ein bisschen jagen. Man kann doch mal so ein bisschen links, ein bisschen rechts. Man muss doch nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Es gibt immer jemanden, der besser ist. Gar keine Frage. Wenn es das ist, was du wirklich willst, ist es in Ordnung. Wenigstens hattest du ein Abenteuer, richtig? Das ist wahr und ich danke dir dafür. Jetzt ist es für mich an der Zeit, zu meinen Pflichten zurückzukehren. Pass auf dich auf, mein Freund. Bis später. Warte auf weitere Ereignisse. Irgendwie tut mir das jetzt ein bisschen leid, ganz ehrlich. Aber es gab ja nie die Option. Wir konnten ihn ja nur besiegen. Und ich denke mal, das ist eben noch ein Stück weit irgendwie Tutorial. Oder so eine Art Walkthrough, wie man das heutzutage ja auch nennt. Also ein bisschen tut mir das leid. Und vor allem, dass er natürlich jetzt sagt, hey, ja, ich hab's einfach nicht drauf und ich bleib dann hier lieber auf dem Feld. Ja, wie gesagt, vielleicht kann auch gerne jagen. Er muss ja nur nicht täglich jagen oder das hauptberuflich machen. Genau, sagen so, hier, ich mach zwar meine Felder, aber ich gehe dann vielleicht am Wochenende oder ich gehe dann nochmal jagen. Ein bisschen Abwechslung. Ja, mal ein bisschen was machen. Nicht sich dann gleich, nur weil jemand besser ist, sich dann gleich irgendwie verkriechen. Das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Naja, gut, okay. Egal, wir haben die Quest erfüllt. Darum ging es ja erstmal primär. Zwei Quests haben wir gleichzeitig erfüllt. Einmal die Hauptquest und dann halt die Alvin-Quest. Und ja, dann mache ich an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Wir sind ja auch schon wieder fast bei, bei 50 Minuten schon fast. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Medieval Dynasty wieder, wenn wir Dinge tun. Ich weiß noch nicht, welche Dinge wir tun. Wir haben dann schon den dritten Tag vom Winter schon vor uns. Das heißt, wir können schon mal so langsam wieder mit den Planungen für die nächste Feldsaison gleich schon mal anfangen. Flachs müssen wir ansehen auf jeden Fall. Heißt, wir brauchen wieder Dünger. Ein bisschen Dünger hatten wir noch über. Aber wir brauchen eben halt auch noch entsprechend viel Dünger. Über 30 oder 40 Dünger müsste ich dann nochmal wieder kaufen. Na, das ist auch ein Elend. Naja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank für die Geduld. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Medieval Dynasty wieder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.